Stoppack, was hier gerade bei meinem Eis war. Ich könnte ausflippen, ey, warte mal. Was war mal das Warme dabei war? Regen geht mir auf den Sack. Zauberst du den weg? Wir können das nicht. Och, ey. Helfen hat Klatsch gemacht. Klatsch den Helfen. Klatsch den Helfen. Oh, wenn ich da runter fühlt sich die Grube eigentlich bei Regen automatisch? Nein. Mal hin. Wir wären so gerade tot. Das hätte was. Aber ich könnte dann gerade jemanden brauchen, der hier eventuell ein paar Leitern reinbaut. Also ich komme gerade aus meinem Haus nicht raus, weil sonst sehe ich nichts. Ja, dann chillst du halt, solange es vorbei ist mit dem Regen. Gott, es ist gefährlich, was wir hier machen. Wir sind so eine Gangster, weißt du? Da komm mal hier, das müsste jetzt laufen mit dem Freefall-Auffangbecken. Ist mehr oder weniger. Es fehlt noch ein bisschen Wasser. Hast du so ein Mini-Ding gebaut oder was? Mini-Mi! Naja, deine Freundin scheint damit auch zufrieden zu sein mit solchen Mini-Dingern. Nee, das Problem ist eben, wenn ich es viel größer mache, dann steht das Teil hier vor der Leiter. Wer ist dafür, dass Zentex jetzt hier sich mal eben die geilste Küche auf dem Server baut? Wer ist dafür, dass wir jetzt mal das Hallenbad fertig machen? Wer ist dafür, dass Zentex abgesehen von seinem Haus eigentlich gerade nichts machen kann? Ja, dann mach doch. Heaven hilft mir eh, der Heaven ist gut. Hier ist guter Junge. Ich muss warten, weil ich sehe nichts. So viel Regen und was weiß ich. Ich hasse Regen. Und Xbox-Spieler. Komm her. Zwei Xbox-Spieler hier, Leute. Ja. Ich würde auch lieber Xbox spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich spiele viel Call of Duty und das auf Xbox einfach 10.000 Mal geiler als auf der PlayStation. Da sind keine Hacker oder weniger. Und du hast auch nicht alle zwei Sekunden eine Host-Migration und du hast generell wesentlich bessere Verbindungen. Du hast die ganzen, ich meine, ich habe jetzt zwei Accounts mit Elite Premium, das heißt, ich hätte auch die ganzen Bonusinhalte viel früher. Du hast schon Hacker, aber die hacken nicht lang, weil die dann sofort länger, weiß nicht wie viele Jahre Bann auf ihrem Account haben. Ich bin zum Beispiel neulich in MW2 reingegangen, wollte schön gemütlich spielen und zack bin ich Prestige 11. Ach, hab ich mich gefreut. Nee, sowas gibt's gar nicht auf Xbox. Ich seitdem zocken wir auch kein MW2 mehr. Ja, aber nicht öffentlich. Aber meine Mama gibt's auf Xbox. Wenn man in MW2 auf der PlayStation eine New Cut direkt Host Migration Kick. Ja. Da rage quitten sie alle. Das ist können sie nicht einfach mal eingestehen, dass man einfach besser ist als die? Nein, da müssen sie gleich rumscheißen, die kleinen Fickkinder. Ja. Ich hatte alles bis jetzt eine Moab und da habe ich sie ausgelöst, gleich mal 5 Leute rausgegangen. Bei frei für alle, ey. Sie haben das Spiel gewonnen. Ja, so in etwa war es dann. Dann waren wir dann zu dritt. Tür sagt. Wie ich da gerade ernsthaft 3 Anläufe gebraucht habe, hier um durch eure dämliche Schaltertür durchzukommen. Scheiß Spiel. 3 Anläufe. 3 Anläufe, dann hast du bis mit dem Kopf durchgekommen. Boah, ein halbes Herzchen, Alter, vom Runterspringen. Ganz oben? Nee. Bin auf eine andere Ebene gesprungen. Glaubst nicht, das reicht langsam? Was? Was denn? Wie hoch? Ja, so hoch. Hier unten jetzt gerade ein Zombie. Guck doch bei den anderen. Schwimmbad ist. Der ist jetzt in meinem Wasserbecken. Gut, ich wünsche dir, dass er alles zerstört und dich tötet und auffrisst. So hoch wie Heaven macht. Aber jetzt habe ich es gerade hart verkackt. Alter, was macht der junge Mann? Was machst du da? Kannst du keine Zombie. Wo ist denn der Zombie? Der schwimmt mit dem Zombie, Alter. Ich rette dich! Mitten der ertrinkt. Zombie sind nicht so ziemlich die gammeligsten Gegner im Spiel. Ey, die ja, schon wieder einer! Aber die sind im Wasser. Fuck! Und Schriftlos, du verkloppt die mit einem Eimer. Ich verkloppt die mit dem Eimer.
Das ist viel legendärer als ein brennendes Schwert. Ja, das kommt als nächstes bei Zombie Go Boo. Einmal. So. Noch ein halbes Leben. Dann hört es auf zu regnen, Mann. Wann reißt der Himmel auf? Wenn wir jetzt schlafen gehen, glaub ich, geht's weg. Meistens schon. Ich gehe nicht pennen. Ich lieg schon lange. Danke. Ich versuche mal in die Pfütze zu springen von... Ja, warte, ich hole. Nee, das geht nicht. Doch, das geht. Das geht nicht, du stirbst, Pitbull, du stirbst, ich sag's dir. Du stirbst ja gar nicht. Das ist Pitbull. Du stirbst, oh Gott, er stirbt. Es fehlt nur noch minimal Wasser. Du hast getroffen. Egal, ich bin im Bett, Leute. Gute Nacht. Ich auch. Komm, mach mal Schlafi-Schlaf. Ja, Schlafi-Schlaf. Oh, wie oft da steht, wie oft wir gestorben sind. Hier oben ist ein Creeper gespawnt. Ja, da kann man zählen, wer am meisten gestorben ist. Seid ihr jetzt alle am Pennen? Ja. Dann habt ihr gelitten. Komm jetzt pennen, Keule. Spring ich einfach runter und dann bleib beim Bett, wo du spawnst. Nö. Komm, wir wollen. Weil der Semtex kann nichts sehen wegen dem Regen. Ich bin so lange raus. Ich auch. Wird immer noch nicht Tag. Ja, jetzt ist Tag. Aber hier oben ist ein Creeper gewesen. Hat aufgehört zu regnen, Männer. Ihr habt aber nicht meine Sachen eingesammelt, oder? Doch. Nee, es scheinen doch hier zu sein. Klopf, klopf. Wer da? Soll ich mal weiter Glas craften unten in der Küche? Ja. Gut. Wir haben ja genug Kohle, dann mach ich die ganzen Öfen voller Sand. Haben wir auch genug. Ja. Irgendwann müssen wir es dann wieder auffüllen. So, dann nehmen wir mal Sand mit. Die ersten beiden Reihen einfach. Die ersten drei. Und dann Kohle. Kohle war hier auch irgendwo da. Ach, scheiße. Ich droppe mal ganz kurz ein paar Sachen im Eimerfach. Die tausche ich dann gleich wieder gegen die Eimer aus. Ja, mach das auf jeden Fall wieder ordentlich. Ich habe eben gerade auch nämlich Mist irgendwo reingetan. Das mache ich gleich wieder ordentlich. Na. Dafür stehen extra die Kisten vorne beim Schwimmbad für Mist. Willst du nicht dein Haus weiterbauen, anstatt alles so eine kleine, so ein Becken? Weil das bauen wir. Becken, das ist wichtig. Das Becken bauen wir später eh wieder ab. Das meine ich. Warte. Ich bin jetzt eh gleich fertig. Der Ultimate Eimer One. Oh. Wieso? Nur mal so eine Frage. Wieso hast du dich oben einfach eben so eine Wasserstation gebaut? Och, das ist doch langweilig. Aber das hätte auch was, theoretisch. Rein theoretisch gesehen hätte das funktionieren können. Okay, Aber psst. Schon. Gott, wie die ganzen Öfen gleich zum Einsatz kommen. Oh, der Hammer. Männer. Der Hammer, ja. Sieht gut, also es sieht gut aus, aber es ist eine Scheißarbeit. Ich kann hier gerade nicht weiter, sonst kommt ein Creeper auf mich zu. Der da ganz unten an der Wand? Ne, hier oben ist bei mir einer. Oh lol, wie kann der da spawnen? Leck mich am Arsch. Ganz oben? Ja, ganz oben auf dem... Am Ecker, so einem Stein. Auf dem Steinturm. Wie kann der da spawnen? An der Nacht war der da auf einmal. So, alle Öfen bis auf zwei sind in Einsatz. Auch das hat ein berühmter Deutscher mal gesagt. Herr Führer, alle Öfen bis auf zwei sind im Einsatz. Schönes Ding. Brennt. So. Das war jetzt gerade ein harter Fail. die ganze Dorf wird jetzt überflutet.
brutzelt unten in der Küche. Unten in der Küche wird ein Glas gebrutzelt, Leute. Was machst du denn da? Das sah cool aus. Schau es dir an. Das wird lustig, wenn wir alle mit Eimer das Schwimmbad voll machen wollen. Ah, du bist ein Huhn. Oh, Alter. Alter, wie ich mich gerade geschockt habe. Jungs, ihr könnt echt so eins runterfallen lassen. Da kann man ganz leicht... Warte, jetzt ersticke ich. ...runterschwimmen. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt, so eins runterfallen zu lassen, so ein Eimer. Ja, aber dann braucht man unten ein Becken, warte. Nee, ohne Becken. Jawohl, dann ist er tot. Guck, man kann auch hochschwimmen, ohne zu ertrinken, wie am Rand. Nee, ich meine nur, sonst wird hier alles geblutet. Hochschwimmen? Ja, das geht doch wieder weg, wenn man oben das Ding wegmacht. Das geht nicht von warte, unten warte, weg. Warte, warte, warte. Ach, Keule. Also ich nehme einmal Wasser mit, dann komme ich da immer hoch und runter. Dann brauchst du kein Becken. Mach lieber deine Hütte weiter. Das schäbige Ding. Was heißt denn bitte schäbig? Das ist top. Wie lange wollen wir eigentlich noch aufnehmen? Ihr könnt ruhig, wenn ihr keine Zeit mehr habt, aufgehen. Also, ihr müsst nicht so lange bleiben. Wir nehmen noch ein bisschen auf, oder Semtex? Jo. Ist noch ein bisschen am Start. Jo. Ach, Jackson, lauf da raus, Alter. Du bist so ein behinderter Mongolit. Jetzt wirst du in meine Küche eingebaut. Selber schuld, Alter. Jetzt wird er verbrannt. Ne, jetzt habe ich hier einen Koch. Ist auch was. Okay. Läuft. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich verabschiede mich dann für heute. Du Hure. Oh, Scheiße. Ohne zu bezahlen. Notenpreller. Notenpreller. Alles klar. Auf jeden Fall haut rein. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn du Zeit hast. Auf jeden Fall, klar, haut rein. Mach's gut. Ja, ciao. Bis dann, ciao. Ich bin erst noch ein paar Sekunden da, dann kann ich euch hier... Mensch, wie kriege ich mein scheiß Spiel geschlossen? Auf X klicken. Auf X klicken, du Vogel. Ja, und dein scheiß Becken hast du nicht weggemacht, oder was? Das Becken, das war doch wohl top. Das kannst du ruhig wieder zusammenbauen. Das hole ich bei Gelegenheit noch nach. Ich baue es ab. Okay. Jawohl. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.